Herzlich willkommen zu Latein für Anfänger. Heute helfe ich dir bei Sätzen mit einem Prädikat und einem Infinitiv. Drück rück, Pause oder spul zurück, wenn es dir etwas zu schnell geht. Zuerst ein schneller Grammatikcheck. In der A- und O-Deklination kennst du schon alle 6 verschiedenen Kasus. Und zwar die Formen im Singular und im Plural. Außerdem kannst du mit W-Fragen nach diesen Kasus fragen. Du kannst Verben in der A-, E- und I-Konjugation und das Verb esse im Präsens konjugieren und kennst außerdem die Imperativformen. Stimmt's? Dann kann's losgehen. Ich zeig dir jetzt mal einen längeren Satz, aber wir beginnen ganz klein. Unser Prädikat heißt licet. Es ist erlaubt. Wir wollen natürlich wissen, wem etwas erlaubt ist. Deswegen ergänzen wir eine Dativform. Den Schülern ist es erlaubt. Magistrei kann hier weder ein Nominativplural noch ein Dativsingular sein. Wir fragen also mit wessen? Den Schülern der Lehrerin ist es erlaubt. Wir wollen auch wissen, was erlaubt ist. Das ist unser Infinitiv. Wir sagen, den Schülern der Lehrerin ist es erlaubt, zu erzählen. Natürlich wollen wir jetzt wissen, was zu erzählen. Wir suchen also oder ergänzen einen Akkusativ. Fabulas. Den Schülern der Lehrerin ist es erlaubt, Geschichten zu erzählen. Jetzt kommt noch eine weitere Information in den Satz, in Dudo, eine Ortsangabe. Den Schülern der Lehrerin ist es erlaubt, Geschichten in der Schule zu erzählen. Aber Achtung, der Satz kann einen ganz neuen Sinn bekommen, wenn wir ein Adjektiv und das Wörtchen non ergänzen. Malai, schlecht, schlimm, böse, gehört zu Magistrei, das seht ihr an der Endung. So, ganz wichtig ist auch, dass ihr merkt, dass die Fragen wem und wessen zu der ersten Handlung licet gehören, wohingegen wen und was und die Ortsangabe zur Handlung narrare gehören. Wir trennen den Satz hier ab und das hilft uns auch bei unserer Übersetzung. Wie du hier siehst, ziehe ich den Strich wieder und nun kann es losgehen. Den Schülern der bösen Lehrerin ist es nicht erlaubt, Geschichten in der Schule zu erzählen. Den Trennstrich ersetze ich im Deutschen durch ein Komma. Wollen wir das am besten gleich nochmal ausprobieren? Placet, unser Prädikat, heißt es gefällt. Wieder möchte ich wissen, wem gefällt es? Den Kindern gefällt es. Ja, aber was gefällt denn den Kindern? Das ist unsere Handlung im Infinitiv. Den Kindern gefällt es zu haben. Da fehlt noch was. Nämlich wen oder was zu haben. Den Kindern gefällt es, eine Lehrerin zu haben. Natürlich soll dieser Satz zum vorherigen Satz passen, deswegen ergänzen wir noch Adjektive. Miseris gehört von der Endung her zu pueris und malam gehört zu magistram. Also arme Kinder und böse Lehrerin. Auch hier denk wieder daran, wem gehört zur Handlung placet, wen oder was zur Handlung habere. Diesen Trennstrich finde ich sehr hilfreich für die Übersetzung, denn im Deutschen setze ich an die Stelle ein Komma. Den armen Kindern gefällt es nicht, eine Lehrerin, eine böse Lehrerin zu haben. Oder es gefällt den armen Kindern nicht, eine böse Lehrerin zu haben. Okay, also, Infinitiv im Deutschen immer mit zu, nicht als Prädikat übersetzen. Wenn dir das zu schnell ging, dann spul doch einfach mal zurück und schau es dir nochmal an. Ansonsten, wenn du jetzt bereit bist, dann zeige ich dir 2 lateinische Sätze nacheinander. Schreib dir den Satz am besten auf, drück Pause, mach in Ruhe deine Markierungen und übersetz mal und dann kannst du vergleichen mit dem, was ich dir gleich dazu erzählen werde. Markiere malum der Einfachkeit halber als Teil des Prädikats, ich erkläre dir gleich warum. Hier jetzt also meine Markierungen. Malum est, Prädikatsnomen und Prädikat gehören zusammen. Es ist unser Infinitiv und dann haben wir noch 2 Präpositionalausdrücke mit Ablativ. Achtung, es gehört nicht alles zusammen, jetzt erkennst du es auch besser. Es sind 2 verschiedene Informationen. Trennstrich kommt hier direkt schon nach dem Est und die Übersetzung lautet dann, es ist schlecht, mit einer schrecklichen Lehrerin in der Schule zu sein. Okay, ich hoffe, du bist bereit für einen weiteren Satz, an dem du wieder alleine arbeiten kannst. Auch hier halte dir deine Farben bereit, mach Pause, schreib dir den Satz erst auf und markiere ein wenig, bevor du über die Übersetzung nachdenkst.
Bei mir sehen die Markierungen folgendermaßen aus. Liket ist das Prädikat narrare der Infinitiv. Zu liket gehört das Dativobjekt pueris und eine Ortsangabe. Zu narrare das Dativobjekt domini und Akkusativobjekt fabulas. Auch hier wieder ein Trennstrich, der im Deutschen zum Komma wird. Im Haus oder zu Hause ist es den Kindern erlaubt, der Hausherrin Geschichten zu erzählen. Texte bestehen übrigens nie aus Einzelsätzen ohne Zusammenhang, sondern ergeben immer einen Sinn. Wie auch unsere vier Sätze heute. Lass dir das beim Übersetzen immer eine Hilfe sein. Zum Abschluss gibt's wie immer die Übersetzungsanleitung für Anfänger. Heute die Besonderheit, dass man nach dem Erkennen des Infinitivs die Schritte 3 bis 6 einfach wiederholen kann. Ich hoffe, ich habe dir etwas weiterhelfen können und du klickst demnächst mal bei einem anderen Übersetzungsvideo rein.